Herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Es steht ein Angriff bevor. Aus Nordwesten, sagte er. Ich sehe nicht, welche Richtung das ist. Nimm mal, das ist Nordwesten. Sie kommen, die Supermutanten. Attacke! Die Hunde zuerst, weil die sind am schnellsten hier drin. Der hat einfach mal eine fette Minigun am Start. Haha, jetzt nicht mehr. Batz. Und legendärer Schlechter. Weh, weißt du was? Genau für solche, genau für solche Fälle haben wir doch hier das Ding. Wir stürzen uns in den Kampf. Alles klar. Das war der Legendäre. Ah, da hinten. Oh, fuck. Schnell auf die andere Seite. Bewegt euch, bewegt. Da haben wir, doch, da haben wir die Lasergeschütze, glaube ich. Ich glaube, auf der Seite hatten wir Laser platziert, oder? Ja, doch. Das war hier. Das Ding muss einen ordentlichen Schaden machen, aber irgendwie... Der her. Trifft er auch irgendwann dieses Jahr noch? Komm. Jawoll. Das Ding macht einen abnormalen Schaden. Warte mal. Der ist aber von uns, oder? Ja. Was? Sie sind drin? Ich komme! Ich komme! Ich rette euch! Ja, am Anfang geht's hier tatsächlich gerade mal ein bisschen ab, würde ich sagen. Schwarz! Wo seid ihr? Ihr Schweine. Moment, wir haben doch... Jetzt können wir sie endlich mal benutzen. Seit Jahren haben wir sie dabei. Die gute Atommine. Und zwar für den da. Na? Okay, das ist ein Legendärer hier vorne bei uns. Müssen wir aufpassen, obwohl. Oh, Alter, diese Waffe. Bitte was? Höhere Feuerrate und schnelleres Nachladen? Ah, könnten wir tatsächlich zum Plasmagewehr umbauen. Oh, das ist natürlich geil. Das ist natürlich ein sehr guter Effekt. Ich überleg's mir noch, weil wir haben ja aktuell diese hier, die doppelten Schaden bei voller Gesundheit verursacht. Ich meine, das Ding macht halt einen brutalen Schaden. Huch! Nein! Jetzt haben wir gerade... Ich glaube, wir haben gerade einen Pack-Brahmin umgebracht. Da hinten ab. Yo! Sie haben halt alles am Start, weißt du? Hallo! Einer von denen hat doch einen Fatman, das kann mir doch keiner erzählen. Nein, ach, 100%. Ist nicht so, dass hier noch Leute am Ausrosten sind. Es war ein harter Kampf, aber ich wusste, dass die Minutemen es schaffen würden. Wie ist das denn? Warum schießt der jetzt auf mich?
Ja, sorry, aber... Hä? Alter! Okay, ich glaube, wir haben irgendwas falsch gemacht gerade. Es kann doch nicht sein, dass auf einmal die... Oh, jetzt hängt's wieder, ey. Auf einmal die Leute aggro werden des Grauens. Bestätigen, ja, wir müssen neu laden, wir haben keine Wahl. Och, nee, die letzten 5 Minuten völlig umsonst. Ach, komm schon. So, Schutz. Geschütztürme. Wir ballern jetzt hier mal ein paar Geschütztürme nochmal hin, weil... Geht ja nicht. Hier. Und das war's, oder was? Hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Ach so, tollen Geschütztürme. Moment, 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 Moment. Wir haben unsere Power-Rüstung nicht an. Das ist wiederum nicht so gut. Und wir dürfen keinen Pack-Brahmin aus Versehen töten. Sonst ist wieder ein Siedler ist dann aggro. Ja? Aber sobald wir den töten, sind alle aggro. Und dann haben wir es verschissen. Das ist kacke. Das ist nicht gut. Prozent, wir haben nicht mal was gemacht. Oh, guck mal da. Nein. Wir retten euch. Ich rette euch. Die anderen machen ja wohl nichts. Nur ein Schatten. Ganz offensichtlich. Ja, du hast einen Schatten, vielleicht. Ich komme! Das ist ein guter. Das ist kein guter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die falschen in die Luft sprenge. Mit dem Ding. Weil es ist... Ja, wir hatten die Sache eben schon. Jetzt kommen sie wahrscheinlich wieder von da, oder? Ich stell mich mal hier so in die Mitte. Da kommen sie. Oh, sie haben schweres Geschütz dabei. Kommen sie von da hinten. Das ist doch nicht euer Ernst. Tja, hier gibt es keine Schonung hier. Die ganze Folge lang Barths Burg verteidigen. Wir haben die Quest eben random bekommen. Also eben in der letzten Folge random bekommen. Und die hat gesagt, ja, hier, die greifen an. Verteidige mal. Jetzt sofort. Und dann ja so. Reicht euch das? Okay, wir machen es mal ganz schlau. Wir haben nämlich die Atommine wieder. Wir setzen die einfach hier hin. Ich hoffe jetzt nur, dass... Oh, eine Minigun. Sollen wir die mal benutzen? Ich meine, wir haben doch so... Ach, so viele Schuss dafür. Dann... Den Fatman, den... Warum haben wir den denn einstecken? Hm, keine Ahnung. Man kann auch gleich hier auf die 3. So. Wir lassen den erst da reinlaufen. Jawohl.
Sorry, aber das bringt ja mal gar nichts. Boah, diese Minigun ist ja mal richtig schwach. Huiuiui. Alter, da ist ein... Ich mach hier voll die Action. Da wütet ein Behemoth in unserer Basis rum. Scheiße. Und noch ein legendärer. Ha, easy. Okay, 90%. Gucken wir erstmal, was der dabei hatte. Ja, wow. Es ist so wunderschön. Ich schätze mal, die kommen jetzt wieder von der anderen Seite. Also von hier vorne. Wir können die ja sehen. Aber da fliegen schon die Raketen. Alter! Was ist denn jetzt los? Hab ich irgendwas verpasst? Die haben die einfach zerrobbt. Ah, ein Selbstmörder. Okay, das ergibt Sinn. Aber... Warte mal, wir schmeißen mal die Minigun weg. Weil... Ganz ehrlich, die ist kacke. Wir haben aber immer noch nicht... Haben wir schon 100%? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Doch, haben wir. Das war sehr geil. Schade, dass wir einmal neu laden mussten, aber... Querschläger. Keine Zeit rumzusitzen und uns gegenseitig zum Sieg zu gratulieren. Wir sind die Minutemen, verdammt nochmal. Und das heißt, wir müssen jeder... Entschuldigung? Denen haben wir gezeigt, einfach unterbrechen. Was passiert, wenn man sich mit den Minutemen anlegt. Ich übernehme jetzt, General. Ich glaube kaum, dass uns in nächster Zeit nochmal irgendwer herausfordern wird. Das war nice, gerade. Ja, doch. Abgeschlossen. So, dann können wir jetzt natürlich zuallererst mal gucken, was unsere Power-Rüstung abbekommen hat. Das ist sie nicht. Das ist sie. Na, es ist noch... Es hält sich im Rahmen. Es hält sich noch im Rahmen. Das ist ganz okay. Wir sind aber ein Level aufgestiegen. Das ist auch ganz okay. Moment. Was wollten wir? Beweglichkeit. Stimmt, stimmt. Da war was. Okay. Dann... Jetzt ist die Frage, wenn wir... Oh, sollen wir... Ah nee, Moment. Wir haben die Waffe jetzt gar nicht mehr, oder? Moment, Moment. Nee. Ah, verdammt, das dachte ich mir. Was baust du da? Dann fällt uns die Entscheidung ja schwer, da sie uns genommen wird. Nein, wir können nicht... Ich denke die ganze Zeit, wir reparieren. Aluminium. Uns fehlt Aluminium. Ach, scheiße. Naja, was soll's. Dann suchen wir eben Aluminium. Meine Güte. Wir haben es ja markiert. So. Wo... So, das hier. Mit Preston sollen wir reden. Wo ist er denn? Eben habe ich ihn noch gesehen. Ist er das? Nee, das ist Nick. Das ist er. Ich habe den entführten Siedler gerettet. Wir haben jetzt eine weitere Siedlung auf unserer Seite. Gut. Ein weiterer Erfolg für die Minutemen. Wenn du so weitermachst, haben wir bald das ganze Commonwealth hinter uns. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und alles klar. Biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Ich weiß. Danke. Tschüss. Das nächste. Okay, wir haben nochmal Proctor Teigen. Den Saufkumpan. Wo ist er denn, der Gute? Hey, Kumpel. Seien Sie gegrüßt, Kumpel.
es Ihnen eher nach Gaumen oder nach Zwerchfellfreuden? Ich nehme ein Bier. Alles ruhig hier. Bleib bei uns, um keine Meldungen für die Minuten zu verpassen. Okay. Kalt und erfrischend. Das nehme ich gerne. Ja, wir sollen ihn doch aber... Wir sollen ihn doch zum Hotel Dingsbums schicken. Geht das jetzt nicht mehr, oder was? Ne. Weißt du, wo ich neue Rezepte finden kann? Das können wir schon. Ne. Wir können ihn leider nicht mehr wegschicken. Das heißt, diese Quest ist nicht mehr machbar. Dann... Einmal zurück zum Polizeirevier. Nächste Anlaufstelle. Das war hier oben, ja. Vielleicht können wir der Helen da auch sagen, dass ihr ach so toller Kollege noch lebt. Wir können jetzt schlecht mit dem da auftauchen, das wäre kontraproduktiv, aber wir können ihr sagen, dass er noch lebt. Das geht. Wenn sie es nicht schon weiß. Ah nee, der hat ja gesagt, stimmt. Er hat ja gesagt, er lässt dir eine Nachricht zukommen. Ja gut, dann hat sich das ja mal erledigt. Boah, es ist so warm. Oh Gott. Warum? Warum muss es so warm sein? Warum bin ich so fröhlich? Nein, ich bin nicht fröhlich. Okay. Was sag ich dir? Das ist sie doch, oder? Ja. Helen, ich wollte mich mit dir über Paladin Dance unterhalten. Nein, wollte ich nicht. Ich weiß, was du getan hast. Und ich weiß es zu schätzen, dass du meine Worte so ernst genommen hast. Ich bin mir nicht sicher, warum du sein Leben verschont hast. Aber es freut mich, dass du auf dein Herz gehört hast. Ich würde dazu gern noch mehr sagen. Aber vielleicht sollten wir damit warten, bis etwas Ruhe eingekehrt ist. Helen? Also, bist du denn hier fertig? Oder bleibst du? Hä? Warum sollte ich gehen? Ich bin davon ausgegangen, dass du die Antworten, die du suchtest, im Institut gefunden hast. Ansonsten hättest du es ja wohl nicht zerstört. Ich würde die Bruderschaft niemals verlassen. Freut mich, das zu hören. Ich glaube, wir alle hier würden dich vermissen. Ich hatte nie die Gelegenheit, dir dafür zu danken, dass du Dance verschont hast. Ich weiß, ich hatte dich gebeten, ihm zuzuhören. Aber ich war mir nicht sicher, ob du das auch tun würdest. Ich habe ihn ein paar Mal im Bunker besucht. Scheint ihm gut zu gehen. Nur, dass er nicht im Bunker ist. Haha, erwischt. Aber glücklich ist. Aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, dass ich mich richtig entschieden habe. Natürlich hast du das. Ich wusste, dass du jemand Besonderes bist, als du auf unser Gelände kamst und uns gegen diese Wilden geholfen hast. Und alles, was du seitdem für Dance, für die Bruderschaft, sogar für dich selbst getan hast, zeigt mir, dass ich richtig lag. Jetzt bleibt wohl nur noch abzuwarten, welche Pläne du für die Zukunft hast. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie das Commonwealth zu einem besseren Ort machen werden. Ja, schon. Ich bin nur hier, um... Entschuldigung, gelehrte Helen. Wie läuft die Suche? Konntest du das Artefakt finden? Ah, endlich! Ja. Ja. Gut. Ich hatte gehofft, du bringst sie sicher wieder zurück. Hier, ich bin immer auf der Suche nach Technologie. Sag mir, wenn du eine neue... Das glaube ich. Nee. Den hier? Entschuldigung, Sir. Ich wollte mich förmlich dafür entschuldigen, wie ich dich behandelt habe. Das war ein Fehler und ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Ich glaube, dem sind seine Eier abgefault gerade, nur weil wir ein Wächter sind. Das ist verlockend. Entschuldigung angenommen, Rice, aber es gibt keinen Grund für einen Eintrag in deiner Akte. Danke, Sir. Falls es dich interessiert, es ist mir eine Ehre, an deiner Seite zu dienen. Und ich hoffe, dass du der Bruderschaft weiter Ruhm bringst. Ad Victoriam, Wächter. Der Wächter, wir sind hier der Obershit überhaupt geworden. Ja, das wurde aber auch Zeit. Das Gebiet ist sauber. Was, er ist so, oh, es tut mir leid, dass ich so behandelt wurde. Und dann macht er, ja, das wurde aber auch Zeit, ne? Gesäubert oder nicht? Bestätigt. Weiter so. Dann glaube ich vielleicht noch, dass du Mom heißt. Das ist ein bisschen komisch gelöst, dass, naja. Gesäubert werden müssen. Wenn du bereit für... Ja, noch nicht. Ich bin bereit. Verstanden. Erstmal. Ich erwarte dich. Also, nächste Haltestelle. Das hier können wir ja nicht machen, das haben wir gerade gehabt. Okay, Versorgung der Truppen. Auf geht's, auf die Bradman. Können wir bei dem vielleicht Aluminium kaufen, bei dem Proctor Teagan? Das ist der Händler, falls ihr fragt, der
der uns da den Whisky geschenkt hat, den wir dann wieder an ihn verkauft haben, weil wir so ein guter Händler sind. Das ist der. Dann beim Quinlan geben wir die technischen Dokumente ab, bekommen wir ein paar kleine Öcken. Und beim Tigen geben wir die Quest ab, bekommen wir Öcken und EP. Und dann gucken wir mal, was so unentdeckt noch. Also markiert, aber gleichzeitig nicht aufgedeckt ist auf der Karte. Ja, genau. So, Pridwen. Pridwen. Vera in Pridwen. Diese Fliegen sehen super widerlich aus. Ah. Okay, warte mal. Nee, wir gehen mal hier rum. Das ist besser. Ist es gut, wie ein und derselbe Typ? Oh, sorry. Aha, meine Nase juckt. Wie ein und derselbe Typ seit 1000 Jahren das Deck schrubbt. Ein und derselbe. Die machen keine Schichten. Der macht keine Pause. Nein. Da wird geschrubbt. Bis das Metall sich wieder in Erz zurückverwandelt. Achtung an alle Soldaten der Bruderschaft. Melden Sie sich bei mir auf der Brücke, wenn Sie noch keinem Knappen als Mentor zugewiesen wurden. Gute Arbeit. Wiederhole. Melden Sie sich auf der Brücke, wenn Ihnen noch kein Knappe zugewiesen wurde. Das wäre alles. Hast du erreicht, das sollten wir vielleicht mal machen. Wir sind nämlich noch keinem Knappen zugewiesen. Hattest du Erfolg? Jawohl. Ja, die Lebensmittel sind nach der Ernte verfügbar. Das heißt nicht jawohl, das heißt jawohl. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Lass es mich wissen, wenn du noch einen. Dem sein Gesicht passt irgendwie in so ein Diablo rein. Vielleicht später. Klingt gut. So, das haben wir auch abgehakt. Dann geht's weiter zum Quinlan. Der ist hier hinten irgendwo. Links oder rechts. Du hast da ja einen erstaunlichen Krater im Herzen Bostons zurückgelassen. Wunderbare Arbeit. Einfach wunderbar. Danke, Proctor. Und das meine ich auch so. Du verdienst sämtliches Lob. Und noch mehr. Deine Taten haben den Bewohnern des Commonwealth bewiesen, dass die stählerne Bruderschaft nur ihr Bestes will. Das ist ein enormer Erfolg für jemanden, der vor kurzem noch ein gewöhnlicher Rekrut war. Stimmt, so vor einem Monat so ein Rekrut und jetzt Bats, Wächter. Zeit gestohlen. Lass es mich bitte wissen, wenn du weiter technische Dokumente beschaffen oder meine Gelehrten begleiten möchtest. Ich werde deine Gelehrten niemals begleiten. Ich habe ein paar Dokumente. Wie ich höre, darf ich gratulieren, Wächter. Nun, hast du Dokumente für mich? Oder möchtest du vielleicht eine Forschungspatrouille anführen? Wieder noch. Nein, ich habe Dokumente. Technische Dokumente für dich. Und auch noch. Nimm sie. Erhalten. Hervorragende Arbeit. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Oh, 19 Denk Stück. Dran, das Commonwealth ist eine fast eine fast. Ja. Okay, jetzt dürfen wir nur noch 2 Quests haben, genau. Das hier ist eine, die verschwindet nicht und das können wir nicht mehr machen. Haben wir gerade ausgetestet. Jetzt gehen wir allerdings nochmal zurück zum Deck, zum Captain, genau. Er hat ja gesagt, jeder, der noch nicht zugewiesen ist, soll sich bitte bei ihm melden. Ja, moin. In Ordnung. Ich weiß von deiner Suche nach dem vermissten Erkundungsteam. Ich möchte Ergebnisse sehen. Was? Hast du mir etwas zu melden? Ich habe meine Untersuchungen zum verschwundenen Team abgeschlossen. Paladin Brandis war der einzige Überlebende. Brandis? Was ist mit Paladin Brandis? Der kommt jetzt damit? Das kann doch nicht sein, oder? Wir hatten die Quest doch schon. Ich mache mir Sorgen. Er ist paranoid. Hatten die schon doch schon vor Ewigkeiten abgeschlossen vor 80 Folgen oder so. Bestimmt ihren Tribut gefordert. Alter. Es geht ihm gut, aber er will, dass man ihn in Ruhe lässt. Er hat aufgegeben. Ich hätte mehr von ihm erwartet. Wirklich schade. Das ist alles. Ich schreibe einen Bericht für den Ältesten. Außerdem möchte ich dir eine neue Rüstung geben. Trag sie mit Würde. Das war keine einfache Mission, Wächter. Gut gemacht.
Im Augenblick habe ich dringendere Angelegenheiten, die deine Aufmerksamkeit erfordern. Heraus! Ich habe Berichte über verschwundene Vorräte aus unserem Versorgungslager am Flughafen erhalten. Ist vielleicht ein internes Vergehen. Ein internes Vergehen? Gibt es Verdächtige? Wir reden hier über Verrat. In solch einem Fall ist man sich sicher oder nicht. Bis dahin ist jeder ein Verdächtiger. Ich möchte, dass du die Untersuchung leitest. Melde dich bei Ritter Sergeant Gavil auf der Basis. Er befehligt unsere Logistikabteilung. Er erklärt dir alles über seine Einheit und das Lager. Darüber hinaus kannst du die Untersuchung nach Belieben führen. Melde deine Erkenntnisse direkt an mich. Ist das klar? Natürlich. Ja, Sir. Ich erwarte Ergebnisse. Bring sie mir. Wegtreten. Oh, haben wir doch noch. Haben wir doch noch eine Quest bekommen. Dann machen wir die, oder? Hier. Ich meine... Also wir sind noch lange nicht durch. Selbst mit dem normalen Spiel. Wir wollen auf jeden Fall noch einiges erkunden. Und... Die Aliens, ich will... Verdammt, ich wollte ja in der letzten Folge gucken. Ah, scheiße. Naja, dann kümmere ich mich nach dieser Folge darum und... In der nächsten Aufnahme schauen wir dann mal, ob wir da irgendwie drankommen oder so. Ich will nur wissen, wo man auf sie stößt, wie man sie findet, wie man da hinkommt. Sonst weiß ich nicht, sonst will ich nichts wissen. Nur wie man quasi mit den Außerirdischen Kontakt aufnimmt. Sei es Sichtkontakt oder... Oh! Ja, moin. Oder ganz normaler Kontakt. Alles ist möglich. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Dem da soll man es melden? Nee, bei dem da drin. Möge der Fall des Instituts eine Lektion für Sergeant Gavel? Darf ich raten? Captain Kells hat dich geschickt. Jawohl. So sieht's aus. Ziehen wir uns dafür lieber zurück. Komm mit. Aus diesem Abschnitt des Terminals haben wir unser Hauptversorgungslager gemacht. Alles, was die Bruderschaft benötigt, läuft hier durch. Vorräte von der Pridwin, Bergungsgüter, wir kümmern uns darum. Moment. Der Zugang ist beschränkt auf die Logistikabteilung. Und wir verfolgen jede Kiste, jede Kugel und jeden Bolzen zurück, der durch diese Tür kommt. Gavel. Daher kann ich solche Anschuldigungen überhaupt nicht leiden. Ich kenne jeden Soldaten in dieser Einheit. Der Gedanke, dass jemand ihre Loyalität anzweifelt, ist abstoßend. Wenn du Fragen hast, nur zu. Versuch ansonsten, uns nicht im Weg zu stehen. Erzähl mir von der Logistikabteilung. Ich leite diese Einheit seit fast 10 Jahren. Wir sind eine kleine Gruppe. Wir halten zusammen. Und wir halten die Bruderschaft am Laufen. Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Es fehlen mehr als 20 Kisten, wenn man dem Gelehrten glaubt. Nur Nahrung, Dörrfleisch, Instapüree, Mac. Das ergibt keinen Sinn. Man würde doch Waffen oder Technologie stehlen. Aber unser Dieb macht sich die ganze Mühe für Unmengen von Kram. Wo soll ich mit meiner Untersuchung beginnen? Nirgendwo. Das ist reine Zeitverschwendung. Ich habe mit meinen Leuten gesprochen. Sie haben nichts gesehen. Tegans Gelehrte haben mal wieder die Bücher durcheinander gebracht. Wenn du jemanden befragen willst, nerv Lucia oder Clark. Die kann ich entbehren. Ha, das machen wir. Lucia und Clark. Ritter Lucia und Anwärter Clark. Sie wurden vor einigen Wochen hierher verlegt. Sie machen sich noch mit allem vertraut. Aber bald habe ich sie soweit. Wenn du jemanden nerven musst, dann nimm die beiden. Das ist erstmal alles, Sergeant. Alles klar. Dann nerven wir die mal. Dann sag dem Captain, er soll es lassen. Ist deine Zeit nicht wert, oder meine? Ich entscheide, was meine Zeit wert ist. Wo bist du? Bist du wegen der Diebstähle hier? Ich hab Sergeant Gavel schon alles gesagt. Du hast schon mit Gavel gesprochen? Er hat die ganze Einheit befragt. Keiner hat etwas gesehen. Also, ich möchte dem auch auf den Grund gehen. Was willst du denn wissen? Wie sieht es mit den Sicherheitsmaßnahmen aus? Wir sind in einer befestigten Militärbasis, die ständig bewacht wird. Nichts kommt hier rein oder raus, ohne dass wir es erfahren. Okay. Das bedeutet, es muss
Nee, man kann auch keine Schlüsse ziehen. Ich fragte mal weiter. Glaubst du wirklich, die Basis ist so sicher? Wir sind in einer befestigten Militärbasis, die ständig bewacht wird. Nichts kommt hier rein oder raus, ohne dass wir es erfahren. Sagtest du bereits. Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Ich weiß wirklich nichts. Ich habe die Gerüchte gehört, wie alle anderen auch, aber das war's. Welche Gerüchte hast du gehört? Dass jede Nacht Raider mit Stealth Boys kommen. Und dass Vorräte schneller verschwinden, als wir sie auffüllen können. Das ist alles Müll. Ich arbeite normalerweise nachts. Glaub mir, da stirbt man höchstens an Langeweile. Erzähl mir von der Logistikeinheit. Wir sind etwa 10 Leute. Irgendwas in der Art. Unsere Abteilung untersteht Port der Tegan auf der Tritwin. Sergeant Gavel ist für das Tagesgeschäft verantwortlich. Er arbeitet seit Jahren in der Logistik. Neben dem Sergeant gibt's noch Lucia, mich, die Gelehrten und ein paar andere Ritter, die nicht kampftauglich sind. Lucia. Entschuldigung, Ritter Lucia. Wir sind der Bruderschaft gemeinsam beigetreten. Sie kommt wohl bald in ein Patrouillenteam, während ich hier bleibe. Ha. Das ist alles, Anwärter. Sir. Das ist interessant. Wir fragen die mal. Kupferdraht, Kupferdraht. Kannst du mir sagen, wo... Oh, tut mir leid. Wir kennen uns noch nicht. Ritter Lucia, Logistik. Was kann ich für dich tun, Wächter? Hast du Zeit für ein paar Fragen? Oh, du musst wegen der verschwundenen Vorräte hier sein. Oh, du bist eine ganz helle. Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber was willst du wissen? Ich mache übrigens diesen HUD-Sensor wieder raus. Habe ich gerade entschieden. Wie sind hier die Sicherheitsmaßnahmen? Streng. Mindestens 2 Ritter und 1 Gelehrter sind immer im Dienst. Und die gesamte Basis gibt es auch noch. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Kann man diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen umgehen? Man muss bei der Logistik sein. Nur wir sind autorisiert, Vorräte rein oder rauszubringen. Und dann? Eine komplette Kiste mit Vorräten bekommt man nicht von der Basis. Bei all den Patrouillen würde das auffallen. Aber warum sollte man überhaupt was stehlen? Die Bruderschaft bietet alles, was wir brauchen. Niemand hier hat eine Verbindung zum Commonwealth. Ich weiß es nicht. Nichts davon ergibt einen Sinn. Weißt du etwas über die verschwundenen Vorräte? Eigentlich nicht. Wohl hauptsächlich Lebensmittel. Und Röhren? Nein, die sind einfach so verschwunden. Es sind Röhren verschwunden? Wie oft verschwinden hier Vorräte? Jemand hat sie wohl einfach an der falschen Stelle einsortiert. Clark hat sie am nächsten Tag gefunden. Kleinere Fehler passieren, aber nichts Großes. Der Sergeant beschwert sich vielleicht, aber Proctor Tegan und seine Gelehrten sind sehr gründlich. Maximal 1-2 Kisten, aber nicht so viele. Wie ist das so in der Logistik? Gar nicht schlecht hier. Sergeant Gavel ist hart, aber ich habe schon viel gelernt. Manche Leute mögen es wohl und manche nicht. Wie Clark. Was ist mit Clark? Wir sind beide vor ungefähr 2 Jahren zur Bruderschaft gekommen. Wir waren immer befreundet. Bis vor kurzem. Warum? Was ist passiert? Das war nach der Schlacht. Die Schlacht? Die Schlacht um den Flughafen. Das war unser erster richtiger Kampfeinsatz. Das war ein Bild. Die Pridwin mit voller Vertibird-Eskorte, Geschütze feuerbereit. Wir waren eines der ersten Teams. Dutzende von wilden Ghulen. Wir eröffneten das Feuer und erledigten sie. Dann jagten wir die, die entkommen wollten. So hatte ich es mir erhofft. Aber Clark ist seitdem nicht mehr derselbe. Als hätte er einfach aufgegeben. Seitdem verschwindet er allein 1 oder 2 Mal am Tag. Ich habe mir nie etwas dabei gedacht, aber könntest du ihm vielleicht folgen? Sehen, was er macht? Seine Schicht müsste in ein paar Minuten zu Ende sein. Vielleicht ist es nichts, aber ich mache mir Sorgen. Ja, sicher. Allerdings, bei mir ist gerade wieder so ein Fenster aufgeploppt. Das muss ich gerade mal schließen. So. Ja, wo ist er denn, der Gute? Okay, das wär's für heute. Alles klar, jetzt bist du gestalkt. Allerdings erst in der nächsten Folge. Also, in diesem Sinne, viel Glück, viel Spaß euch noch. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Fallout 4 und dem Beschatten unserer eigenen Leute. Bis dahin.